Hallo und herzlich willkommen zu Festool TV. Mein Name ist Frank und dieses Video ist der dritte Teil in der Serie Türen-Komplettmontage. In der vorhergehenden Folge habe ich euch gezeigt, wie man diese Türenrahmen, diese Zarge zusammenschraubt, vorbereitet. Und letztendlich werden wir jetzt hier in dieser Folge den Türenrahmen einbauen und einschäumen und dann die Bekleidung drauf machen. Starten möchte ich ganz klar mit der Zarge. Und zwar muss ich jetzt natürlich wissen, passt diese Zarge hier rein in meine Maueröffnung. Und im ersten Teil haben wir das schon ausgemessen und diese Höhe hier ist nicht ganz 2 Meter. Und das heißt, hier muss ich tatsächlich an dieser Zarge etwas wegnehmen. Ich werde hier 1 Zentimeter ungefähr kürzen. Das zeichne ich mir auf. Ich habe dann hier die Möglichkeit, das Ganze sehr komfortabel dann aufzuzeichnen. So, und hier genauso. Und natürlich sollte man vorher auch mal schauen, ob der Boden hier dementsprechend vielleicht nicht gerade sein sollte, sodass man hier ebenfalls dies schon mal berücksichtigt, wenn man die Zargen unten kürzt. Auch klar ist, wenn ich die Zarge jetzt kürze, werde ich nachher das Türenblatt ebenfalls kürzen müssen. Aber das ist dann noch eine weitere Folge. Werkzeuge, natürlich bietet sich hier an die Stichsäge, in Kombination natürlich mit dem Sauger. Und ihr werdet jetzt sehen, ich werde jetzt hier nicht im vorderen Bereich schneiden, sondern ich werde hier von hinten das Ganze hier bearbeiten. So kann ich hier wunderbar an den Anriss ransehen. Und ich kann hier in einem Zug durchfahren. Das Sägeblatt ist lange genug gewählt. Also ich habe hier kein Standardsägeblatt mit 75 mm, sondern ein längeres Sägeblatt mit 105 mm. Und so geht es wunderbar. Klar muss man darauf achten, dass man immer schön Kontakt hat zum Futter. Und vielleicht nach ein bisschen Übung kann man das wunderbar durchführen. Ein kleiner Trick, wenn man hier das Sägeblatt etwas schräg hält, sodass ich hier hinter schneide, dann ist auf jeden Fall vorne genau im Anriss. Ich schneide natürlich dann immer links vom Anriss oder dementsprechend das Stück, was wegfällt, sodass ich hier immer eine optimale Kante habe. Aber zu Ende ist es immer gut, wenn man das ein bisschen hier bricht mit dem Schleifpapier und was natürlich auch zu wissen ist, dass wir, wenn wir jetzt die Türe, den Türzargen gleich einsetzen, hier nachher auch kein Kontakt zum Boden stattfindet. Überhaupt, wenn jetzt hier zum Beispiel der Boden schon fertig ist, weil nachher hier ja noch auch eine Silikonfuge gemacht werden muss, sodass diese Zarge hier, die ja aus Spanplatte ist, keine Feuchtigkeit sieht. Also hier nicht direkt aufsetzen lassen auf dem Fertigboden, sondern immer 2 bzw. 3 mm Luft lassen, ein Stück dazwischen legen, sodass man nachher eine schöne Silikonfuge durchführen kann. Zeige ich aber gleich. Das nächste ist jetzt, ich setze jetzt hier den Türrahmen mal ein. Und passt wunderbar. Von Vorteil ist jetzt, wenn das Ganze hier auch
etwas Luft hat. Ja? Das heißt, dass es hier nicht zu knapp ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte und ich auf der anderen Seite hier zu wenig rechts und links Platz habe für den Schaum, dann bietet sich natürlich auch an, hier diese, ich zeige es mal, diese Teile hier oben am Mauerwerk auszuklinken, beziehungsweise hier am Holzrahmen auszuklinken, entweder mit dem Oszillierer, wenn es wenig ist, oder wenn es vielleicht ein bisschen mehr sein sollte, vielleicht auch mit der Säbelsäge. Das haben wir ja beides im Programm. So können wir hier ebenfalls auf die 18 Volt Maschinen zurückgreifen. Hier in unserem Fall passt es aber recht gut. Das heißt, wir können jetzt hier den Rahmen einsetzen, etwas vermitteln, und damit er jetzt nicht rausfällt, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier so eine kleine Zwinge, die zum System dazugehört. Das zeige ich euch gleich. Und mit dem kann ich hier hinten das Ganze fixieren, sodass mir der Türrahmen nicht herausfällt. Hier ist ein Schutz dran, sodass ich auch die Zarge nicht verletzen kann. Und schon ist das Ganze hier fixiert, sodass es mir nicht mehr rausfällt. Wie ich gesagt habe, müssen wir auf jeden Fall hier etwas drunter legen. Das heißt, wir gehen also nicht direkt auf unseren Boden, sondern wir machen hier ein bisschen eine Unterlage drunter, sodass wir nachher das Ganze auch ausspritzen können mit etwas Silikon. Gut, ihr seht, ich habe auch schon einen Karton bereitgelegt, weil letztendlich ist es so, wenn wir nachher ausschäumen, damit hier nicht der fertige Fußboden dann beschmutzt wird. Ebenfalls vorbereiten soll man sich eine Leiste, die das gleiche Maß hat wie hier diese lichte Weide im oberen Bereich. Weil jetzt kann ich hier diesen Abstandshalter sehr komfortabel hier unten reinlegen. Und ich sehe schon, aha, ich bin hier also deutlich zu weit und gehe hier wieder ein bisschen zurück, sodass ich hier schon mal die grobe Einstellung von meiner Türe habe. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, zum einen könnte man jetzt hergehen, gibt es Spreizsysteme von Herstellern, die wir jetzt hier dazwischen legen. Manche gehen auch her, machen sich einfach Spanplattenstreifen rechts und links. Das wäre so die einfache Art und Weise, die man vielleicht auch selber machen kann. Schneiden sich dann hier Querstücke rein und haben dann praktisch den ganzen Rahmen sozusagen stabilisiert und schäumen ihn dann von hinten aus. In meinem Fall habe ich hier ein System, das schon recht uralt ist, und ich weiß, der eine wird sagen, was hat er denn da ausgegraben, aber es klappt noch recht gut, und mit dem mache ich so ab und zu mal eine Tür rein. Sieht so aus, wird jetzt hier eingesetzt. Sind zwei Teile, die hier, hoppsala, da bleibst du hier. Einmal hier und einmal da unten. So, und jetzt seht ihr schon, das Ganze kann jetzt hier eingesetzt werden und verspreizt werden. Das Ganze überprüfen wir jetzt mit der Wasserwaage, und zwar natürlich einmal oben, ob das Ganze hier passt. Das sieht hier gut aus. Jawohl. Dann haben wir hier noch unsere Längsteile. Hier müssen wir ein bisschen nachjustieren. Genau. Einmal hier und einmal dort. Sieht gut aus. Und klar, hier ebenfalls nachjustieren. Ihr seht schon, in diesem Fall
sollte man dann auf jeden Fall eine lange Wasserwaage einsetzen und keine kurze, weil ich muss hier nur schon auf die ganze Länge meiner Zarge das Ganze hier kontrollieren. Soweit ist es mal grob justiert. Jetzt muss ich natürlich das Ganze noch fixieren und da gibt es hier bei diesem System ebenfalls wieder diese Haken. Einen habe ich ja schon platziert und die werden jetzt hier im hinteren Bereich ebenfalls in Position gebracht. Soweit ist jetzt das Türenfutter befestigt, eingespannt und der nächste Schritt ist das Ganze hier auszuschäumen. Dazu drehen wir das ganze Display um, sodass ihr besser zusehen könnt und dann machen wir weiter. Das Display haben wir jetzt umgedreht und wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt hier auch in diesem oberen Bereich lauter solche kleinen Kartonstreifen reingelegt, denn der Schaum, den ich hier reinmache, ist ein recht flüssiger Schaum, wenn ich ihn einbringe, aber sobald er dann reagiert mit der Luft, dann geht er auf und dann hat er hier schon mal eine leichte Fixierung in diesen Bereich der Kartonstreifen. Vielleicht grundsätzlich, das ist ein PU-Kleber und hier sollte man eigentlich ein paar Sicherheitsvorschriften beachten. Hier informiert euch bitte bei eurem Fachhändler, dass er hier auch alles richtig macht. Ich habe ja hier, wie ihr sehen könnt, die Arbeitskleidung schon etwas angepasst. Das heißt, meine Körperteile sind bedeckt und natürlich sollte hierfür ausreichend Luft gesorgt werden, dass hier ein schöner Durchzug ist. Was ich mir auch immer noch vorbereite, ist so ein kleiner Karton und sobald jetzt der Kleber hier Kontakt zueinander hat, die zwei Komponenten, dann geht es los. Ich fahre dann hier rein, drücke dann hier mal langsam drauf. Ich sehe schon, wie der Kleber kommt und nun muss ich hier bisschen vorsichtig das Ganze einfügen, entspannt es wieder, geht zum nächsten, fahre hier wieder rein und so füge ich das Ganze jetzt einfach mal langsam voll. So, bei sehr schweren Türen macht es auch Sinn, hier das Ganze mit kleinen Leisten zu verstreben, sodass hier auch noch mehr Stabilität da ist. Jetzt bei solchen, sage ich mal, einfach gebauten Türen, die hier nachher eingehängt werden, oder kleinen Türen, ist es nicht unbedingt notwendig. Aber auf jeden Fall, Wohnungseingangstüren, wo ein gewisses Gewicht haben, ab 40 Kilo ungefähr, sagt man, sollte man das Ganze hier dann mit Leisten noch hinterlegen, auch im unteren Bereich, sodass überall dort, wo Belastung draufkommt an den Bändern, die Zarge sich nicht im Laufe der Zeit verändern kann. So, der Schaum kommt langsam raus und wie schon gesagt, ist ein schnelltrockener Schaum. Das heißt, wir sind hier relativ schnell dann trocken. Wenn jetzt irgendwo was an die Bekleidung rankommen sollte oder ans Futter rankommen sollte, das müssen wir natürlich dann mit dem Reiniger gleich entfernen. Aber ansonsten sieht es recht gut aus, sodass wir hier gleich mit dem nächsten Schritt weitermachen können. Das heißt, der nächste Schritt ist, wir machen jetzt die Zierbekleidung zusammen. Und das können wir machen, solange das trocknet. Dazu haben wir ja hier diese langen Teile, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, von der zweiten Folge, wo wir die ausgepackt haben. Und hier werden diese Teile jetzt zusammengeschraubt mit diesen kleinen Verbindern hier. Ich drehe die immer ein bisschen zurück, bringe die gleich dann in die Position. Dann habe ich es nachher ein bisschen einfacher zum Einsetzen. Schraubendreher ebenfalls gleich vorbereiten, dass es der richtige ist, passt. Und jetzt können wir hier die Bekleidung zusammen machen. Dann schaue ich immer, dass meine Flächen hier schön sauber sind, dass keine Spanplattenteile vorstehen, dass es eine schöne, plane Fläche ist. Und dann gebe ich ein bisschen Leim an und kann das Ganze dann verschrauben. Das sieht gut aus. Jetzt können wir mal schauen. Der Kleber ist fest.
So schnell geht es. Jetzt können wir hier die Schablone rausnehmen. Dann natürlich müssen wir hier das Ganze entfernen. Dazu nehme ich immer eine alte Feinsäge. Und hier kann ich da wunderbar anfahren und das Ganze hier abschneiden. So, das Ganze soweit jetzt freigemacht. Die obere Zwinge müssen wir noch rausnehmen. Und nun können wir auch hier den Karton rausnehmen. Und die Leiste. Und jetzt geht es natürlich daran, dass wir hier die Bekleidung, die Zierbekleidung ebenfalls anpassen. Und klar, wenn ich jetzt natürlich hier vorher was abgesägt habe, dann wird es jetzt hier auch nicht passen. Das heißt, es ist ein bisschen zu lang. Man sieht es recht deutlich. Und jetzt kann ich einfach hergehen, hier kurz nachmessen. Genau, das ist dieser Zentimeter, den wir hier ebenfalls kürzen müssen. Ich mache es natürlich ein bisschen kleiner, ein bisschen kürzer, weil wir natürlich hier ebenfalls unsere Silikonfuge dann einbringen. Das heißt, hier gehen wir dann auf ca. 13 mm, wo wir das Ganze hier abschneiden. So, schauen wir, ob das Ganze passt. Und sieh da, wunderbar. Jetzt könnte man natürlich hier auch etwas Leim angeben und die Bekleidung reindrücken. Oder manchmal macht man es auch so, man macht nur punktuell, weil eventuell muss man auch mal nach 20 Jahren ans Rausmachen denken. Und da kann man ebenfalls das Ganze hier nochmal rausmachen. Im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt, wie man die Türe einhängt, auch anpasst, weil, wie schon gesagt, wir müssen hier ebenfalls noch einen Zentimeter abschneiden und wie man hier auch den Türendrücker montiert. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Serie bzw. beim nächsten Teil dabei. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dann, euer Frank.